Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Aufnahmesession. Es ist Samstag mal wieder. Wir haben heute den 30. November, so viel ich weiß. Ja doch, 30. November. Und ja, es ist 8 Uhr morgens. Und jetzt beginnt für mich eine Challenge, weil ich nämlich jetzt um 8 Uhr morgens, also seit 7 Uhr wach. Und bleibe bis... also ich bleibe jetzt die ganze Nacht wach noch, dann bleibe ich noch... guck ich mir das mein Standing noch an. Dann werde ich noch was anderes machen. Morgen hat mein Bruder Geburtstag. Und dann gehe ich morgen, so sagen wir, 23 Uhr ungefähr ins Bett. Schön lange wach bleiben, das habe ich gern. So, und wir holen uns jetzt erstmal, damit wir mal was zu tun haben hier. Ach komm, sind wir mal ein anständiger Mensch und klettern die Leiter. Na, nur um Platz, was geht? Hoppala. Wollte ich gerade natzen, das Blatt, oder hat es mich genatzt? Weg da. Hä? Nicht da lang? Da lang? Okay. Nein! Ich wollte da hochklettern. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, wo es hingeht. Um die Stadt kennenzulernen, würde ich sagen, machen wir erstmal wieder so eine schöne Aufgabe. Weil ihr kennt mich, ich werde erst hier weggehen, wenn ich die ganze Stadt gemacht habe. Also wir werden auf jeden Fall nichts verpassen, keine Angst. Assassinenauftrag, der Piratenkapitän. Eine Bande? Da fehlt ein E. Eine Bande von Templer-Freibeutern hat kürzlich vor der Küste einige Handelsschiffe aufgebracht. Die verstecken sich und die gestohlenen Güter irgendwo in der Stadt. Annehmen! Jetzt kommt gleich die Karte. Ping. Ach, nice. Ja. Ja. Okay, warum nicht? Weg da. Ja, wir können uns unterwegs aber noch kurz die Kiste mitschnappen. Würde ich sagen. Oben oder unten? Ha. Hier drin. Oh ja. Nassau. 22. Was gibt's denn überhaupt? Ja, Aussichtspunkte nicht so viele. Nur 2 Aufträge. 22 Truhen, 5 Notenblätter, Animusfragmente, 12 noch und 5 Geheimnisse. Es gibt Krokodile, Hasen und Schweine. Okay. Hört sich gut an. Upala, sorry. Ich wollte nur so ein bisschen Hallo sagen. Um Adlerauge zu aktivieren, okay. Na, wo bist denn du? Warnung, Sperrgebiet! Jo. Lass nicht runter gucken, du. Ich ergebe mich. Da ist er. Rudere nie zurück. Reine über diese Insel. Moment, ich muss mir irgendwas gucken. Steht es jetzt hier? Aufgaben. Da, Fortschrittsanzeige. Nicht den Kämpfe verwickeln lassen. Wusste ich's doch. Nur weil ich sie bisher noch. Soll ich? Wer kann sich mit mir messen? Das war zu einfach. Nee, der sieht mich. So Schalldämpfer wäre geil. Geht das?
Nein, es geht nicht. Captain Seafood kommt. Sagen die Weiber in dem Tonfall irgendwo zwischen Angst und Lust. LOL. Okay. Ich habe gerade vergessen, was Takedown war. Ziemlich dumm, wa? Oh mein Gott, ich muss schon wieder reinkommen hier. Ich kann ja gar nichts mehr drauf. Ach ja, stimmt. Attentat war ja... Das kriegen wir wieder hin. Mongo. Das kriegen wir schon wieder hin. Die Bongos da oben, die holen wir uns jetzt auch, aber... Naja. Ups. Was sehe ich denn da? Geht das? Ja, Sigi. Und die Kiste holen wir uns auch. Ach, schön. Kommen wir da hin? Ja, Sigi. Hey, du sollst beide nehmen. Ach, ich mag die Pistolen. Die haben schon irgendwie was. Die töten wenigstens. Das ist ziemlich praktisch. Aber doch, jetzt langsam... Ich hab nur die Tasten ein bisschen vergessen. Aber das kann jedem passieren, wenn man eine Woche nicht spielt. Und dann mal... Naja, ne? Aber so schnell kann es gehen. Hübsch hier. Ein Wildschwein. Na? Häuten und überspringen. Ja, jetzt gucken wir nochmal eben auf die Karte. Das war... Ja, genau. Moment, ich muss mal ganz kurz was... So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal dahin, um zu sehen, wie hier die Lage ist. Ach, da. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Boah, nice. So, da ist er. Ihr seid mal lustig, ey. Jetzt machen wir gleich so einen Körper da rein. Wird wahrscheinlich sogar noch gehen. Oder? Überleben wir das? Weißt du was? Scheiß drauf. Tatsache. Juhu! Ich sehe eine Kiste. Und die werde ich mir jetzt holen. Nein! Das passiert mir im echten Leben auch mal. Ich springe, dann bin ich fast da so drüber gesprungen. Kann mich gerade noch bei einer 180-Grad-Drehung an der Kante festhalten und klettere wieder hoch. Mache ich immer gerne. Ja, komm. Was ist los? Muckst du auf? Hm? Hast du ihm was gesagt? Setz dich hin und angel weiter. Mongo. Nein, ich will nicht zurück zum Schiff. Was ist das denn?
für mein Schiff zum Aufrüsten oder was? Das klingt ja schon mal gut, ne? I only trade with ship's captains. I only trade with ship's captains. Ich handle nur mit Schiffskapitän, deine Mom. Was hast du für uns im Angebot? Oh ja, so ein bisschen was war. Jagdbot verkaufen. Ich war dumm, weil... Also das hier können wir ja verkaufen, wahrscheinlich. Aber Wildschweinhaut, brauchen wir den noch? Warnung, mit dieser Ressource, ja. Ablehnen. Dann brauchen wir den noch. Schwertsätze. Mal gucken, ob der irgendwas Besseres hat. Nee, ne? Die Klingen aus Toledo. Ja, das habe ich mir freigeschaltet. Aber... Was ist das denn für ein Scheiß? Wo sind eigentlich unsere Guten? Ach da. Nicht gesehen. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Und da ging das hier. Also nö. Am Arsch. Pistolensets. Hier gibt's auch nichts Neues. Interessant. Okay. Dann gucken wir uns mal immer auf die Karte um, was gibt denn hier so Schönes. Ach, da war noch so eine Tour. Ah, das können wir später machen. Jetzt gehen wir erstmal... Ach, da können wir auch noch überall hin. Ach du Scheiße. Da holen wir uns das da und dann holen wir uns das Animus-Fundament. Geht ja ganz schnell. Weg da. Und jeden, den es stört, dass ich das hier alles mache, da sage ich nur, leckt mich. Ihr könnt euch ja selber kaufen, dann nur die Hauptstory machen, wenn unbedingt was. Ich mag Shanty-Blätter, die immer zu mir hinfliegen. Nein. Du sollst schon da oben bleiben. Kollege, Tor zu. Tür zu. Ah, sicher. Ja. Ah, komm, machen wir nochmal so einen Assassinenauftrag. Wo führt er uns diesmal hin? Die Gesetzlosen. Eine Bande Gesetzloser ist für die Ausbreitung von Gewalt und Brutalität in der Stadt verantwortlich. Sie treffen sich häufig in Sümpfen vor der Stadt. Tötet ihren Anführer und beendet ihre Angriffe. Aha. Kann ich nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Das können wir so gut. Machen wir. Also wenn wir wollen, geht das ganz easy, ne? Hust, hust. Ja, dann können wir ja direkt da den Aussichtspunkt machen. Klingt ja gut. Und unterwegs holen wir uns... Ne, das ist die Hauptmission, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Dann können wir uns das da zum Schluss holen. Unterwegs holen wir uns trotzdem diese Truhe. Ja. Das Trüchchen erholen wir uns. Und dann gehen wir Richtung Assassinen-Mordauftrag. Mhm. Ah! Hallo, Tour. Was gibt's denn nur so für Schönes für Geld? Viel oder wenig? Na, ja, geht so, wa? Das reicht. Und wir hüpfen ein bisschen durch die Gegend. Ich kann jetzt hier schon auch spüren. Oh, hier gibt's auch schon so ein paar. So ein Schalldämpfer wäre echt geil. Mein Gott, Kollege, du sollst dich eigentlich irgendwo verstecken. Ich dachte, man kann sich denn zum Baum verstecken. Dann nicht. Ist ja kacke. Ja, lad nach. Hopp, hopp. Schneller. Hopp. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Ja, ist klar.
Deine Mom lässt sich nicht in Kämpfe verwickeln. Verwickeln. Was habt ihr hier so Schönes gemacht? Ihr macht das gleiche mit den Leuten wie ich jetzt mit euch. Finde ich frech. Uiuiui. Ich würde gerne davon jetzt die Munition aufheben. Hallo. Was war das denn für eine Aktion? Ja, du sollst sie aufheben, Kollege. Nein. Oh, ich muss nachladen. Oh. Hallo. Hallo? Was? Am Arsch. Boah, ich würde ihn so liebend gerne den Granaten hochwerfen noch. Ich weiß, dass er mich sieht. Du sollst nichts zünden. Eine Explosion im Abgang. Ist das nicht was Schönes? Say what? Unter uns? Nee. Was willst du? Aua. Das kann ich auch. Schießen die einfach auf mich hier. Ja, komm. Ach, hier kommst du nicht hoch, willst du mir jetzt sagen? Ach, leck mich. Aber hier kommst du hoch, oder? Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ist ja auch so logisch, ne? Mein Gott. Ich wollte ihn zwar eigentlich looten und nicht da hochspringen, aber... Ist ja auch egal. Ist ja beides gut. Ha, was ein schönes Sumpfgebiet. Hey. Oh, jetzt hab ich da oben war. Oh nö. Komm schon. Bitte lass es hier unten sein. Nein. Ja, es ist hier unten, aber dann muss mich dieser Kacke auch mal lassen. Und ein Manuskript. Karte von Kolumbus. Jetzt gucken wir jetzt erstmal hier an, was wir hier haben. Karte von Kolumbus. Eine Weltkarte, die einst vom Navigator Christoph Kolumbus, Christopher Colomba, Colombo, benutzt wurde. Aus der Sammlung von Peter Beckford. Cool. Ist ja gechillt, du. Hui! So, und hier ist er. Nein. Wenn da drin so ein Gegner rumläuft, muss ja auch irgendwas drin sein. Vielleicht sogar irgendetwas, was mich interessieren könnte. Ach, dann leck mich halt. Boah, es ist schon wieder so viel zu tun, ey. Geht hier mal gar nicht. Okay. Wo machen wir weiter? Es ist eine verdammt gute Frage, wenn ich ehrlich bin.
Dann gehen wir jetzt erstmal. Weißt du was, wir gehen jetzt mal Krokodile jagen und tun uns das Animus-Fragment. Ich will wissen, wie schwer es ist, Krokodile zu jagen. Kroko! Crocodiles! Crocodiles, Crocodiles. Bah, was ne Seuche, Alter. Warte mal, die sind ja im Wasser, ne? Aha. Ich will mal eine Sache wissen. Wenn der hier hinkommt, kann ich einen Attentat machen? Bleibst du jetzt mal verdammt mal stehen hier? Ich schieße dich. Leck mich. Ist hier sonst... Ist hier noch einer? Nein? Gut. Crocodile. Ein Knochen und ein Krokodilleder. Warte, da oben. Oh, verdammt. Kommen wir hier hoch? Nein. Dann müssen wir echt den gleichen Weg wieder nochmal hochgehen. Ist ja... Upsala. Kein Ding, Upsala. Nein! So, jetzt aber. Okay. Wo gehen wir hin? Da. Oho. Dann gehen wir hier wie ein anständiger Mensch wieder runter. Dann gucken wir nochmal eben auf die Karte und dann holen wir uns jetzt hier. Gewinn ist zwar gering, aber ist mir scheißegal. Wir holen sie alle. Will der was von mir? Keine Ahnung. Er sah zumindest so aus, als will der was von mir. Ja, lecker Fleisch. Warte mal, was? Ich will nicht dahin gucken, ich will dahin gucken. Bitte, was hat er gerade gesagt? Ah, nicht da. Herstellung. Pistolenholster, mit diesem Holster kann Edward eine zusätzliche Pistole bei sich tragen. Drei Stück oder was? Im Ernst jetzt? Ich bin, warum nicht, ne? Hammer geil. Gibt's sonst noch irgendwas? Nee, also hier, Buckelwall haben wir jetzt gerade nicht, ne? Hier gibt's ja auch nicht, Jago auch nicht. Wildschwein bräuchte man noch eins. Knochen des großen weißen Hais. Ja, sicher. Ich will da mal ein bisschen runter scrollen, komm. So, jetzt kann ich auch hier scrollen. Ja, jetzt geht's. Da brauchen wir noch Kaninchen, zwei Stück. Ja, ne? Also wir brauchen insgesamt nochmal zwei Krokodilleder. Ocelot-Pelz und Jaguar-Pelz. Bullenhai, Hamai, okay. Oh. Hammer geil. Knochen für Schlafpfeile, krass. Cool. Das ist fett. Aber egal, hier, die könnten wir eigentlich machen. Was bringen die uns jetzt hier? Einfach nur Klamotten oder was? Scheiße. Also wir brauchen insgesamt nochmal hier für irgendwo, da war das. Wo war das denn jetzt? Da. Für das hier brauchen wir zwei Krokodilleder brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch zwei Kaninchen. Und ja. Dann brauchen wir noch einen Wildschwein, ne? Also 2-2-1, also dann holen wir uns jetzt noch hier schnell zwei Krokodile.
wenn wir schon mal hier sind, ne? Oh. Ich würde eigentlich ja so einen Attentat machen, ne? Was? Okay, also sollte man sollte sich mit Krokodil nicht im Nahkampf anlegen. Merken. Ist ja interessant. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du noch nicht springen kannst. Motherfucker. Und? Endlich wieder ein bisschen Mucke. Ey, sag mal. Ich brauche noch ein Krokodil, Leute. Eins noch, komm. Seid mal nicht so gemein. Eins brauche ich noch. Boah, was für Geier. Ich brauche nur ein einziges Krokodil, Leute. Eben kurz da hoch und tun uns da vielleicht, wenn da was ist, holen wir uns das dann. Hier ist sogar wirklich die Kiste. Tatsache. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? Nein? Da. Na, lol. Na, geht doch. Aha. Ja, sehr gut. Eingerostet ist er noch nicht. Ich bin jetzt auch eine Woche hier besaufen können und alles, ne? Also, ganz so harte Arbeit ist es ja doch nicht, ne? So, ist es hier ein neues Krokodil? Irgendwie uncool. Mensch, Leute. Ah, ein Scheiß drauf. Aber jetzt, ne? Ach, ich fass es nicht. Das Spiel ist irgendwie so manchmal gemein, manchmal nett zu mir. Hallo, Kiste. Ja. Boom. Oh, die war schön. Dann holen wir uns jetzt die da. Auf zum nächsten Aussichtspunkt. Wir sollten mal wieder Pistolenmunition herbekommen. Kann ich die eigentlich herstellen? Nein, ich hab mich wieder verklickt. Escape. Herstellung. Kann ich hier Pistolenmunition bauen? Oder muss ich die kaufen? Ja, Tatsache. Oder? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe mich ehrlich gesagt keine Ahnung. Dann scheiß drauf. Kaufen wir uns gleich welche. Okay, dann gehen wir da mal hoch. Okay, warte mal, wo ist die Kiste? Ach, hier. Geil. Der Kistenerbauer, wie hat er sich gedacht, hier dran zu kommen? Mal ganz im Ernst. Ich glaube nicht, dass jeder, der seine Kiste hier versteckt, irgendwie ein Assassin ist, oder? Synchronisieren!
Ist es nicht schön? So. Guckt euch die Karte an, wir haben wieder ein bisschen was geschafft in Nassau. Mit diesem schönen Anblick der Karte. Oder nein. Der Musik, sag ich jetzt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.